Hallo, mein Name ist Fabian Walz, bin Monteur bei der Firma Lämmermann und ich zeige Ihnen heute die Frontalmontage unserer Paneltür mit Rahmentrennung, speziell für Stuhltüren. Zur Montage benötigen Sie folgende Werkzeuge. Folgendes Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Abdeckkappen, wenn Montagebohrungen ab Werk gewählt wurden. Der Spezialschlüssel zum Ein- und Aushängen des Flügels. Zusätzlich benötigen Sie noch folgende weitere Werkzeuge. Einen Akkuschrauber, einen geeigneten Bit-Einsatz, Schrauben, diese müssen entsprechend selbst gewählt werden, einen Meterstab, einen Bleistift, gegebenenfalls einen flachen Griff zum Austausch, bei Bedarf ein passendes Aufdopplungsprofil bei Stuhlversatz, um eine ebene Auflagefläche zu erhalten. Wenn ein Aufdopplungsprofil benötigt wird, benötigen Sie noch ein doppelseitiges Klebeband und eine Schere. Wenn Sie keine Montagebohrung gewählt haben, benötigen Sie noch einen 4,0 mm Bohrer und einen 8,0 mm Senker. Wenn Sie die Tür ohne Montagebohrung bestellt haben, müssen Sie diese selbst vornehmen. Nehmen Sie das Element und messen Sie am Rahmen auf jeder Seite von oben und unten jeweils 150 mm nach innen. Rücken Sie an allen Bohrpunkten mindestens 6 mm von der Seite nach innen ein. Markieren Sie sich die Stellen und messen Sie die Mitte von den beiden Punkten aus. Markieren Sie sich diese Stellen ebenfalls. Auf der Seite der Rahmentrennung rücken Sie oben und unten am Rahmen mindestens 8 cm nach innen ein. Markieren Sie sich die Bohrpunkte. Ich empfehle Ihnen unten mittig zusätzlich nochmal eine Bohrung vorzunehmen. Nehmen Sie den 4,0 mm Bohrer und bohren Sie die Löcher. Danach weiten Sie nur die äußeren Kammern mit dem 8,0 mm Senker auf. Für die Montage am Türelement nehmen Sie nachfolgende Schritte vor. Entfernen Sie durch Ziehen des Klebestreifens die hinteren Abstandshalter, die zum Fenster zeigen. Nehmen Sie die Pendeltüre, halten Sie diese an das Türelement und richten Sie aus. Fangen Sie unten oder oben an der Bandseite an und schrauben Sie zunächst eine Schraube fest. Jetzt können Sie die Tür nochmal nachjustieren, sodass sie sauber nach innen und nach außen aufgeht. Danach schrauben Sie die restlichen Schrauben auf der Bandseite fest. Richten Sie den Rahmen gegebenenfalls nochmals nach oben oder nach unten aus, sodass die Bürste sauber am Flügel zum Rahmen abdichtet. Wenn Sie die Bandseite festgeschraubt haben, schrauben Sie oben und unten das Profil fest. Wenn Sie einen Stuhlversatz haben und ein Aufdopplungsprofil benötigen, nehmen Sie die nachfolgenden Schritte vor. Falls Sie ohne Aufdopplungsprofil arbeiten, können Sie die nachfolgenden Schritte bis zur Verschraubung des Profils am Fensterblendrahmen überspringen. Beim Einsatz eines Aufdopplungsprofils machen Sie sich für die Stulpleiste eine Markierung, oben und unten auf den Einbaurahmen der Pendeltür. Öffnen Sie die Stulpseite der Tür. Achten Sie darauf, dass am Anfang und Ende des Profils ca. 1 bis 2 cm auf jeder Seite kein Klebeband angebracht wird. Nehmen Sie das Aufdopplungsprofil und kleben Sie dieses mit Hilfe des Klebebands auf das Profil zwischen den zwei Gesetzmarkierungen. Achten Sie darauf, dass es bündig mit der Außenseite des Rahmens ist. Bohren Sie das Aufdopplungsprofil jetzt mit dem 4,0 mm Bohrer durch. Halten Sie das Aufdopplungsprofil mit dem Rahmen dabei gut fest, sodass der angebrachte Abstandshalter nicht verrutscht. Schließen Sie die Stulpseite der Tür. Verschrauben Sie die restlichen Schrauben des Einbaurahmens auf der Stulpseite. Achten Sie dabei darauf, dass das Einbaurahmenprofil rundum an der Bürste des Pendeltürrahmens anliegt. Entfernen Sie die vorderen Abstandshalter oben und unten durch Ziehen der Klebestreifen. Testen Sie die Funktion Ihrer Balkon- oder Terrassentür sowie des Rollos. Testen Sie außerdem die Funktion der Stulptür. Achten Sie auf den Griff Ihrer Terrassentür und tauschen dies gegebenenfalls durch einen flacheren Griff aus, sodass er nicht gegen den Insektenschutz trifft. Bringen Sie zum Schluss die mitgelieferten Abdeckkappen an. Damit sind wir mit der Frontalmontage unserer Paneltür mit Rahmentrennung speziell für Stuhltüren fertig.